Bei der Recherche zur Reihe Wie gehen wir mit Schuld um, bin ich auf einige Kriminalfälle gestoßen, aber an einem bin ich echt hängen geblieben, und zwar an einem Mordfall aus München aus dem Jahr 2006. Am 16. Mai 2006 wird die Parkhausbesitzerin in der Diele ihrer Münchner Wohnung ermordet aufgefunden. Die Mordkommission kann einen ersten Ermittlungserfolg vermelden. Im Zuge der Verhöre von zahlreichen Verwandten, Bekannten und Geschäftspartnern sind die Fahnder bei einem Neffen stutzig geworden. Mit einem schweren, spitzen Gegenstand hat der Täter mehrmals auf den hinteren und seitlichen Kopfbereich geschlagen. Ihr Neffe, Benedikt Todd, war damals 31 Jahre alt und er wurde für diesen Mord zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Es gibt so viele Zweifel, und zwar vernünftige und nicht theoretische und abgelegene Zweifel, dass ein Schuldspruch niemals hätte ergehen dürfen. Seit 14 Jahren sitzt er jetzt dafür im Gefängnis. Ich bin über die Initiative seiner Freunde auf diesen Fall gestoßen, und was ich so spannend finde, die sagen bis heute, unser Freund ist unschuldig und hätte nie verurteilt werden dürfen. Ich frage mich, wie ist es, wenn ein Freund für so eine Tat beschuldigt und dann auch verurteilt wird? Kann eine Freundschaft sowas überstehen, und haben die nie an seiner Unschuld gezweifelt? Darüber möchte ich mit seinen Freunden sprechen, aber ich will auch versuchen, mit Benedikt Todd direkt Kontakt aufzunehmen. Mit ihm persönlich darüber zu sprechen, fände ich wahnsinnig spannend. Telefonieren darf Benedikt Todd nicht, und deshalb haben wir ihm einen Brief geschrieben an die Adresse der JVA. Wir wussten natürlich nicht, ob da überhaupt eine Reaktion kommt, aber tatsächlich, Benedikt Todd hat geantwortet und wir haben schon mehrfach mit ihm hin und her geschrieben. Sehr geehrter Herr Seibert, haben Sie vielen Dank für Ihren Brief, den ich gestern erhielt. Ich könnte eine private Besuchererlaubnis für Sie beantragen. Weniger Einschränkungen unterworfen und zeitlich großzügiger gehandhabt, wäre aber eine Pressebesuchserlaubnis, die Sie bitte selber bei hiesiger Anstaltsleitung beantragen. Und was Benedikt Todd mir noch geschickt hat, ist ein aktuelles Foto von ihm. Benedikt Todd ist also offen für ein Treffen, aber jetzt muss ich hoffen, dass die Gefängnisleitung dem Ganzen auch noch zustimmt. Erstmal interessiert mich aber, wie war das für seine besten Freunde, das alles mitzubekommen? Matti, einer seiner besten Kumpels von damals, der hat sich bereit erklärt, mit mir drüber zu reden. Hi. Servus. Wollen wir uns mit Ellbogen begrüßen? So. Hi, ich bin Frank. Hi, Matti, komm rein. Schön, danke, dass du dir Zeit nimmst. Logisch. Wie stehst du denn heute zu Benedikt Todd und auch dem, was ihm vorgeworfen wird und diesem Urteil? Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Mhm. Also das eine ist, dass ich es ihm natürlich nicht zutraue, dass ich weiß, was er für ein Mensch ist und dass es keinen Sinn gemacht hätte in seiner Lebenssituation, auch in seiner emotionalen Situation, das zu tun. Mhm. Und dann kommen natürlich die ganzen Fakten dazu, warum ich nicht glaube, dass er es getan haben kann, beziehungsweise warum die Geschichte, die ihm angedichtet wird, so nicht stimmen kann. Insofern ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein krasser Schock, als du das erste Mal davon gehört hast, was passiert sein soll, oder? Für mich war es so, naja, das ist der naheliegendste, den man jetzt verhaften könnte, also machen wir das mal. Und jetzt wird sich dann die nächsten Tage und Wochen rausstellen, dass er das nicht war. Das war mein Gedanke. Und dann mit der Zeit habe ich erst gemerkt, nee, die sind hier nicht auf dem Trip, ihn da wieder rauszulassen, um festzustellen, dass es nicht war, sondern die stellen mit jedem Tag umso mehr fest, dass es war. Es hat tatsächlich geklappt. Ich bin gerade auf dem Weg in die JVA zu Benedikt Todd. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen angespannt und aufgeregt, weil ich noch nie in einem Gefängnis war und auch noch nie einem verurteilten Mörder gegenüber gesessen habe. Ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, dass man in Deutschland unschuldig im Knast sitzt, so lange. Aber ich glaube, ich muss mich da heute einfach mal drauf einlassen, auf diesen Gedanken, und mir das aus seiner Sicht erzählen lassen. Und ich bin total gespannt, was es generell mit Menschen macht, wenn sie so lange im Knast sitzen. Ja, das Gefängnis hat uns verboten, mit der Kamera drinnen zu filmen. Wir haben alles probiert, aber ich darf Tonaufnahmen machen und das Gespräch aufzeichnen. Und deswegen habe ich mein Mikro eingepackt. Ich kenne einen Knast ja eigentlich nur aus Serien oder Filmen, aber genauso, mit so riesigen Mauern stellt man sich einen Knast vor. Ja. Ich bin gespannt, wie er so für mich rüberkommt und mir so mein eigenes Bild zu machen. Habe ich mir die Hände kurz desinfiziert. So, hallo. Frank Seibert für Benedikt Todd. Ich habe ein Handy dabei. Ich habe hier noch ein Aufnahmegerät mitgenommen. Ja, alles klar. Da lang. Direkt hier runter.
Okay, jetzt gehe ich hier so einen Gang runter. Alles gefliest. Okay, jetzt muss ich ziehen. An einer schweren Stahltür. Ich bin jetzt doch ein bisschen aufgeregt, ihm gleich gegenüber zu sitzen. Hallo! Scheint richtig zu sein. Ja! Na Todd. Okay. Okay. Jetzt mein Gesprächspartner, dann biete ich immer das Du an. Würde ich, ja, ja, würde ich Du sagen. Was sind denn die letzten Dinge, so, an die du dich erinnerst, bevor das passiert ist mit dem Mord? Mit deinen Freunden? So, was waren die letzten Erlebnisse? Ja, die letzten Erlebnisse sind, dass wir diesen Frühsommer miteinander verbracht haben. Geplant war für den Samstag nach meiner Verhaftung so eine kleine Radeltour an der Isar entlang. Mhm. Es war halt einfach gut. Wenn ich weise gewesen wäre damals, dann hätte ich da schon eine Demut oder Dankbarkeit gezeigt. Ich sehe, wie Leute neben mir vegetieren nach wenigen Jahren, bereits nach der Hälfte der Zeit, die sie hier hocken, keinen Besuch mehr kriegen, und das ist traurig. Und die haben dann halt nochmal einen Zwanziger vor sich. Also ich weiß um meine Ausnahmeposition und ich bin dankbar drum, gar keine Frage. Die Wichtigsten sind ja geblieben und es kommt ja immer auf die Wichtigsten drauf an. Ich habe Benedikt Todd nicht als so emotional wahrgenommen, wenn er über die Vergangenheit gesprochen hat. Aber sobald es um seine Freunde ging, habe ich schon gespürt, dass er ziemlich dankbar ist für seine Freunde, aber auch dafür, dass sie nach all der Zeit immer noch so zu ihm stehen. Als ihr gemerkt habt, dass es auf jeden Fall zu einem Prozess kommt, wie war dein Gefühl diesem Prozess gegenüber? Das war hauptsächlich Hoffnung. Und immer noch der feste Glaube daran, dass das Richtige rauskommen wird. War für dich klar, du willst bei diesem Prozess anwesend sein, du willst das alles mitverfolgen? Ja, aber da ging es mir weniger um die, dass ich das mitbekomme, was da passiert, sondern dass der Benze, eben mein sehr guter Freund, da drin jemand braucht, der ihm zeigt, dass er nicht allein ist. Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir immer da sind, und sind auch am Anfang immer aufgestanden für ihn, wenn er den Saal betreten hat, nicht wenn der Richter den Saal betreten hat. Wurden dafür auch regelmäßig ausgelacht von den anderen Prozessbeobachtern. Wie viel hat dir denn diese Unterstützung bedeutet in dieser Zeit, in der nicht, also noch vor dem Urteil? Viel. Ich möchte nicht sagen alles, weil letztendlich bist du ja zurückgeworfen auf dich selber. Wenn du jetzt eingesperrt bist in so einem kleinen Raum, und da bist du auch in Stadelheim auf 8 Quadratmetern, nichts ist drin, ein Britsche-Stuhl, und dann hast du halt erst einmal gar nichts. Und mittlerweile kann ich das. Aber wenn du aus dem Leben kommst, dann ist so etwas natürlich eine hochgradige Strafe, und psychisch ist das eine Folter. Ja. Und wenn dann keiner da ist, dann wird der Ozean ungemütlich. In der Situation habe ich mich gefragt, wie wäre das denn eigentlich bei mir? Wenn ich seit Monaten in Untersuchungshaft sitze, wer würde mich besuchen kommen, wer würde mir glauben? Und auch andersrum, wie würde ich mich in der Situation verhalten? Ein Jahr nach dem Mord beginnt die Hauptverhandlung am Landgericht München. Und dann kommt er halt wirklich rein und hat auf einmal lange Haare und hat irgendwie 15 oder 20 Kilo weniger. Wie man es aus den Filmen kennt oder aus den Serien kennt, dass jetzt der Mörder da reingeführt wird. Und das hat aber nicht besonders lang gedauert. Und dann habe ich ihn gesehen und wir haben uns vielleicht auch kurz unsere Blicke erwischt. Und dann war es wieder so, wie wenn halt jetzt da, wir uns wirklich wieder die Beziehung zueinander in dem Moment man spürt. Prinzipiell ist ja ein Gericht dafür da, um einen Mörder dann auch zu verurteilen. So. Und das ist ja erstmal nichts Falsches, dass jemand vor Gericht steht, um herauszufinden, ob er der Mörder ist, ne? Genau, das wäre auch überhaupt nicht falsch, und da bin ich auch voll dafür, wenn man versucht, es herauszufinden. Mir kam es so vor, als ging es hier nicht darum, es herauszufinden, ob es ist, sondern zu bestätigen, dass es ist. Alles, was für ihn gesprochen hätte, wurde sofort vom Tisch gewischt. Gab es denn konkrete Punkte, konkrete Indizien, zu denen du ihn gern mal befragt hättest? Ja, und zwar natürlich das Hauptmotiv, dass er sein Studium schon lange nicht mehr ausgeführt hat und das niemandem gesagt hat. Der Täter muss in Rage gewesen sein. Hinter dieser Tür schlägt er laut Rechtsmedizin
mit einem Gegenstand vermutlich 25 Mal auf ihren Kopf ein. Die Ermittlungsbehörden sind davon ausgegangen, dass der Angeklagte heimtückisch und aus Habgier gehandelt hat. Dem Angeklagten ging es darum, sein Erbe zu erhalten. Der Angeklagte hat seiner ganzen Familie und seinem Freundeskreis und auch seiner Tante vorgespiegelt, dass er kurz vor dem zweiten Examen steht. Das war seiner Tante ja wahnsinnig wichtig. Also das hätte ich gern von ihm mal von Angesicht zu Angesicht ihm die Frage gestellt, Benze, was hast du dir dabei gedacht? Und du wusstest ja auch nichts davon, ne? Niemand, auch seine Freundin, also seine Verlobte, wusste auch nichts davon. Mhm. Und es hätte sich auch niemand was daraus gemacht, es ist allen völlig egal. Umso mehr ist die Frage, warum sagst du sowas nicht? Weil es ist ja schon ein Punkt, wo man sich dann wahrscheinlich irgendwann fragt, okay, da war er nicht aufrichtig zu mir, gab es noch andere Dinge, die er mir nicht gesagt hat? Genau, der Gedanke drängt sich natürlich dann auf und so wird es ja dann auch dargestellt und sagt, er ist grundsätzlich ein unehrlicher Typ. Also ich hätte auch noch eine Stelle im Film, die ich dir gerne zeigen würde, das finde ich ein sehr interessantes Beispiel dafür, weil wir ja von Schuld reden. Ich bin natürlich von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt. Hätte der Angeklagte sich anders eingelassen, hätte ich vielleicht auch zu einer anderen Überzeugung gelangt. Hätte er sich eingelassen, wäre ich vielleicht zu einem anderen Strafmaß gelangt. Unter Umständen zu einer anderen Tat, selbst wenn es noch ein Tötungsdelikt gewesen wäre. Was meint der Staatsanwalt damit? Also er meint damit, wenn der Benze zugegeben hätte, dass das war, also wenn er ein Geständnis abgeliefert hätte, dann hätte er ihm ein anderes Strafmaß bzw. eine andere Straftat gegeben. Aber das ist in der Justiz ja häufig so, dass wenn jemand ein Schuldeingeständnis so vollumfänglich macht, ne, dass man dann einfach sagt, okay, derjenige sieht es ein, dass er einen Fehler gemacht hat, er gibt es zu. Ja, aber die Tat bleibt die gleiche. Und wenn jemand aus diesen Gedanken raus, wie es dargestellt wird, dass er Geldsorgen hatte, dass er Angst hatte, enterbt zu werden und so weiter, dann diesen Mord begeht, dann hat er es aus diesen Gründen getan. Und dann muss ich ihn auch so verurteilen. Das sehe ich so. Aber ich kann nicht sagen, jetzt gibst du es zu und dann war es nicht so schlimm. Alles oder nichts. Hat halt auch unser Leben, also ich meine nicht nur Benzes und meins, sondern unser aller Leben halt jetzt so in der Hand gehabt, diese Sache. Und morgen ist es so, entweder sie gibt uns frei oder sie macht uns kaputt. Erwarte, dass wir hier in ein paar Minuten einen Freispruch haben. Das heißt, es kann sich jetzt nur noch um eine halbe Stunde drehen, dann werden wir es wissen. Richtig bedrückend, ne? Dieses Gefühl, nicht zu wissen, was gleich passiert. Und es ist auf jeden Fall so oder so irgendwie eine lebensverändernde Entscheidung. So. Furchtbar. Das ist auch damals abgelaufen wie so ein schlechter Film. Wie ist denn das Urteil ausgefallen? Er wurde dann verurteilt zu lebenslanger, also als Mörder seiner Tante, zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Es war furchtbar. Also dieses, wenn du gesagt hast, jetzt verändert sich das Leben, aus der Position raus, aus dem, was wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, hat sich in dieser Sekunde dann das geändert. Unfassbare Ohnmacht und Hilflosigkeit. Grausam ist das! Grausam ist das! Schon auch so heftig sich das. Ja, ist immer noch nicht ganz einfach. Das glaube ich, weil im Gefühl ist es ja so ein bisschen, als hätte man jemanden verloren, oder? Ja, in dem Moment auf jeden Fall. Hat auch Wahnsinn, sich vorzustellen, wir hatten uns noch als Gruppe. Aber der wurde von fremden Menschen genommen und alleine weggebracht. Was für ein furchtbarer Vorgang. Wie war denn dieser Moment der Urteilsverkündung? Also ich kann mich erinnern, also man verzeihe mir, wenn es nicht 100% ist, aber ich behaupte, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, weil das hat sich festgehangen bei mir im Kopf. Am Tattag kamen sie zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt mit einem nicht genau feststellbaren Verkehrsmittel an den Tatort um. Da habe ich gesagt, geht's noch? Da wollen wir noch mehr Konjunktive, noch mehr Irreales.
Da gehen wir, ihr habt keine Ahnung. Oder was ist denn hier los? Sie kamen irgendwann irgendwie und haben irgendwas gemacht und sind dann irgendwie gegangen. Geht's noch? Wie war denn deine erste Nacht in Haft? Nach der Verurteilung ist mir ein erfahrener Mithäftling reingelegt worden, beziehungsweise wir haben eine Doppelzelle bezogen. Also es wird gemeinhin gemacht, um einen Suizid auszuschließen. Und es war jetzt nicht so dunkel und verzweifelt, wie ich gedacht oder wie ich hätte denken können. Ich habe gar nichts gedacht. Nein, ich war eigentlich wieder, ich war ja im Kampfmodus. Ich habe Benedikt Todt als jemanden wahrgenommen, der sich auch wehren will. Ein bisschen ist das vielleicht auch seine Strategie oder seinen Weg, damit klarzukommen, damit umzugehen, um eben nicht an dieser Haftstrafe zu zerbrechen. Wie geht man denn mit sowas um, mit so einem Urteil? Das ist schwer, ich musste irgendwann akzeptieren, dass es jetzt so ist. Mhm. Dass es so bleibt, haben wir erstmal ja nicht akzeptiert. Deswegen haben wir ja danach auch die Bürgerinitiative eben gegründet und gesagt, wir müssen versuchen, daran was zu ändern. Ja. Was uns leider nicht gelungen ist, auch den Anwälten nicht, mit zig Wiederaufnahmeanträgen, mit neuen Erkenntnissen, mit Revisionen und sonst was, hat ja alles nichts gebracht. Es bleibt die Wut und die Ohnmacht und die Hilflosigkeit. Und hast du für dich so einen ganz persönlichen Umgang damit gefunden? Ja, das geht natürlich als Musiker immer ganz gut. Habe ja auch ein Lied für ihn geschrieben, um das auch für mich zu verarbeiten. Es geht aber auch hauptsächlich um eine Message an Benze, dass er durchhalten soll. Hör bloß nicht auf zum Fliehen, die werden dich doch nicht unterkriegen. Steh nochmal auf, mach einen Schritt, soweit ich kann, geh ich auch mit. Hör bloß nicht auf zum Blären, weil was zum Song hast, soll's schon hören. Mach dich bereit fürs Leben, es ist keine Zeit, um aufzugeben. Hör bloß nicht auf. Hast du manchmal die Sorge, dass er irgendwie aufgeben könnte, was auch immer das bedeutet? Aber es war nur zweimal so, dass wir uns Sorgen gemacht haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt wirklich schnell hin und schauen, ob es ihm gut geht oder wie es ihm geht. Man hört ja auch von Selbstmorden im Gefängnis und so, gerade wenn jemand so verzweifelt irgendwo sitzt. Da waren wir uns dann unsicher, auch im Freundeskreis, wie das jetzt weitergeht. Ansonsten war er immer voller Kampfgeist. Wann hast du denn realisiert, dass du richtig, richtig lange nicht mehr in Freiheit leben kannst? Also wo ich mal zwischenzeitlich aufgegeben habe, das war nach der Zurückweisung meines ersten Wiederaufnahmeantrags, das war 2014. Und ich habe gesehen, es ist wirklich, es hat keinerlei Bedeutung und sie wischen es weg mit einem Federstrich, ohne irgendetwas dazu zu sagen. Ja, und dann stehe ich hier auf dem Hof, lebend tot. Eine lebenslange Haft bedeutet in Deutschland, dass man nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Das heißt, ab diesen 15 Jahren hat man eine Chance, rauszukommen. Wenn aber, wie bei Benedikt Todt, die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, dann wird am Ende dieser Haftzeit geprüft, wie lange man noch zusätzlich im Gefängnis bleiben muss. Das können dann also nach diesen 15 Jahren nochmal 5 oder 10 Jahre sein. Eine feste Obergrenze gibt es da nicht. Hi. Servus, ich bin Frank. Servus, Frank, ich bin der Dominik. Sind das so Momente, wenn ihr hier so zusammensitzt, wo ihr merkt, dass er irgendwie fehlt? Und ja, logisch, dann fehlt er. Weil auch wenn es so lange her ist, irgendwie ist er immer auch noch da. So, die letzten Bilder in Freiheit. Da hat man echt eine Menge Spaß miteinander gehabt. Ja. Aber eins ist klar, er ist auch ein anderer Mensch in gewisser Weise. Also das Gefängnis hat ihn voll verändert. Um das durchzustehen, hat er einfach sich noch so viele Panzer anlegen müssen, dass er in gewisser Weise auch nicht mehr der gleiche Mensch ist wie damals. Und ist das euer Benze, den ihr so kennengelernt habt? Ja, für mich ist es 100% Benze. In dieser ganzen Zeit hat er so viele auch äußerliche Veränderungen hinter sich gebracht, auch aktiv, von voll durchtrainiert auf total schlank abgemagert. Und das hier kommt wieder dem Original. Aus meiner Sicht sehr nah. Benedikt hat mir auch ein bisschen was über euch erzählt.
Als ich den Brief gelesen habe, ich war schon ein bisschen überrascht über seinen Schreibstil. Er benutzt ganz viel Wortschatz, den ich entweder noch nie gehört habe oder das letzte Mal in der Schulzeit. Mit Matti intensivierte sich meine Beziehung erst in den letzten Jahren vor dem Abitur. Er war vorher schon ebenso erfolgreicher Frontman einer Schülerband wie Frauenschwarm. Meinen Neid habe ich mittlerweile überwunden und kann nun sagen, dass ich Matti wohl bereits damals angefangen habe zu bewundern. Ja, macht mich ein bisschen sprachlos. Schön, sowas zu hören. Dominik brachte mir das Schafkopfen bei und was das in Bayern bedeutet, werden Sie wissen. Wir spielten gemeinsam Basketball, waren erfolgreich am Berg und erfolglos bei den Mädchen. Aber wir ließen uns davon nicht unterkriegen. Ich glaube, dieser gemeinsame Kampf gegen die Unbill des Erwachsenwerdens verbindet uns bis heute. Benze pur. Ja? Ich habe mich gefragt, habt ihr jemals Anfeindungen deshalb bekommen, dass ihr mit ihm so gut befreundet seid, dass ihr auf seiner Seite standet? Es ist natürlich dann spätestens dann, wo wir auch dann wir selber in die Öffentlichkeit gegangen sind mit der Initiative, kam natürlich dann schon ein entsprechender Gegenwind. Leute, die halt da meinen, dass wir alles Idioten sind, weil wir uns zu einem Mörder bekennen. Auch wenn ihr nicht glaubt, dass er das war, ist da dieses Urteil. Und ich habe irgendwie auch so ein Grundvertrauen in so ein Justiz, ins Rechtssystem. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass jemand für 14 Jahre einfach unschuldig im Gefängnis sitzt. Das finde ich eine ganz gruselige Vorstellung. Ja, ist es auch. Wenn ich jetzt einmal so offen fragen darf, dann bist du... Also du würdest nach wie vor behaupten, du bist völlig unschuldig und du sitzt hier auch unschuldig. Nein, nein, nicht würde, das behaupte ich. Nein, kein Konjunktiv. Ich bin vollkommen unschuldig hinsichtlich den Vorwürfen, die mir juristisch gemacht werden und gemacht wurden. Weder in der Ausführung noch in der Planung. Also ich habe mit dieser Tat nichts zu tun. Würdest du sagen, du hast mittlerweile gelernt, mit diesem Schicksal jetzt umzugehen, mit dieser Strafe, mit diesem Haft? Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, es schaut halt nicht so aus, als ob ich auf der Gewinnerseite sitze, aber das habe ich gesagt noch am 12.08.2008 im Gericht. Solange ich schnaufe, werde ich dieses Urteil bekämpfen. Ich habe das Gefühl, resigniert hat Benedikt Todt nicht. Der ist nach all der Zeit, obwohl es vielleicht aussichtslos scheint, immer noch so voller Energie. Aber irgendwie ist es auch eine Mischung aus viel Wut und auch Trotz. Was ich bemerkenswert finde, ist ja, dass ihr euch so sicher seid, dass da nichts dran ist. Und gleichzeitig, und du ja auch nochmal gesagt hast, er ist ein ganz ehrlicher Typ und so ganz ehrlich und direkt. Und gleichzeitig weißt du, dass er eigentlich zum Beispiel jetzt in dem Punkto mit dem Studium, mit dem abgebrochenen Studium, dass er euch da alle, dass er da nicht aufrichtig war, dass er da nicht die Wahrheit gesagt hat. Wie wäre das, wenn es einen entscheidenden Beweis geben würde oder er es gestehen würde in naher Zukunft? Das wäre eine große Enttäuschung auf jeden Fall. Wie kannst du mich über Jahre und Jahre durch diese Hölle schicken, obwohl du weißt, dass das alles, dass du mich anschwindelst? Enttäuschung ist, ja, mindestens Enttäuschung. Also das wäre schon der Hammer. Ich bin ganz ehrlich, am Ende des Tages kann ich es ja gar nicht beantworten. Er ist der Einzige, der es beantworten kann, ob er es war oder ob er es nicht war. Ich für mich persönlich bin überzeugt, dass er es nicht war. Es ist natürlich schon so, dass meine Unschuldsvermutung so groß ist und mein Vertrauen so groß ist und eben die Zweifel in dieses Urteil so groß sind, dass wenn jetzt plötzlich alles anders wäre und morgen kommt raus, er ist es, das würde mich schon mal umhauen. Ja. Aber ist dein Ziel, irgendwann das auch sozusagen nochmal herauszufinden, ja, oder da auch Gerechtigkeit, ja, herzustellen? Ja, oder ist das, ja, wirklich? Nein, nicht Gerechtigkeit, recht. Gerechtigkeit wird es nicht mehr geben. Also der Zug ist schon lange abgefahren, aber zumindest Tatsachen gerade zu rücken. Ja, naja, vollkommen unabhängig, was ab jetzt passiert. Aber ganz egal, wann ich dann rauskomme und wenn ich noch laufen kann, dann, ja, dann ist das meine Aufgabe. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken, mir das nochmal anhören. Waren jetzt viele Eindrücke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und ich gehe denselben Weg wieder zurück, oder? So, jetzt wird hier hoffentlich diese Tür wieder aufgemacht. Und dann
bin ich hier gleich wieder raus. Aus dem Keller nach oben. Ein paar Stufen, dann bin ich wieder in der Freiheit. Also, es waren jetzt ungefähr 3 Stunden Nonstop-Gespräch. Ich bin richtig voll mit Eindrücken. Und jetzt brauche ich erstmal einen Moment, um das einmal sacken zu lassen und drüber nachzudenken. Ich habe mir ihn irgendwie eigenartiger vorgestellt. Und auch auf dem Foto wirkt er irgendwie kälter, als er ist. So, er war ja, wirklich nett, lustig. Und das irgendwie in Kombination mit diesem Gedanken, er könnte ein Mörder sein. Vielleicht ist er das. Jedenfalls ist er dafür verurteilt worden. Dann fühlt es sich total komisch an, das über jemanden zu sagen, so, ja, der war ja ganz sympathisch. So. Mich bringt das persönlich gerade in so ein ganz... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ja, irgendwie habe ich gerade so Bedenken, dass ich zu viel Nähe zu ihm aufgebaut habe, so dass ich das zu sehr jetzt aus seiner Perspektive wahrnehme. Und ich glaube, es ist wichtig, auch für mich nochmal auch alles genau mir anzuschauen, was dagegen spricht. Ich finde es schon bemerkenswert, wie sehr Benedikts Freunde zu ihm halten und wie sehr sie auch an seine Unschuld glauben, obwohl sie letztlich nicht mit völliger Sicherheit sagen können, dass er diesen Mord nicht begangen hat. Das sagen sie ja selbst. In erster Linie wollten wir in diesem Film verstehen, wie so eine Freundschaft funktioniert, wenn jemand sehr lange im Gefängnis sitzt. Bei den Drehs ging es aber auch immer wieder um die Indizien aus diesem Fall, die bei mir Fragen aufgeworfen haben, obwohl ich weiß, dass es erstens das Urteil gibt und das zweitens auch mehrfach bestätigt wurde. Deshalb wollen wir uns im nächsten Film diesen Fall nochmal ausführlich anschauen, was für die Verurteilung von Benedikt Todt gesprochen hat, aber auch was dagegen gesprochen hat und auf welcher Grundlage er dann letztlich verurteilt wurde. Uns ist ja klar, dass das jetzt nur die eine Seite der Geschichte war. Was glaubt ihr? Würdet ihr bei so einer krassen Anschuldigung zu eurem Freund oder eurer Freundin halten? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wir haben uns hier auf dem Kanal schon mal die Frage gestellt, wie schlimm ist Knast? Und damals sind wir auch ins Gefängnis mit der Kamera reingekommen. Super spannender Einblick, die Folge dazu gibt's hier oben. Und hier unten kommt ihr zu Hannah von Follow Me Reports. Die war nämlich in der JVA für Frauen.